Recht herzlich willkommen beim 10. politischen Aschermittwoch von Die Stuß. Der Mitgrund, warum wir den politischen Aschermittwoch eingeführt haben, war vor 10 Jahren Gründung von Die Stuß, weil wir so einen Hals hatten wegen der Kommunalpolitik, die uns Bürger sowas von ignoriert hatten. Wir hatten einen Bürgerbeschluss gehabt, den der Gemeinderat einstimmig mitbeschlossen hat und der Bürgermeister hat ganz souverän dagegen verstoßen. Da waren wir sauer und da haben wir echt Fuß gebunden. Und haben am falschen Dienstag, das ist der Umzug in Ortendunk, an jeder Laterne über 100 Plakate aufgehängt. Einladung zum ersten politischen Aschermittwoch, Gründung der von echt Fuß. Da waren mehr Leute als jetzt hier anwesend sind, inklusive sämtlicher Vertreter der anderen Parteien. Das war sehr spannend. Macht doch keine eigene Sache, arbeitet doch den Politikern zu. Zu diesen Argumente kamen dann. Wir haben gesagt, wir tun es selber. Ich tue es, weil auf jeden Einzelnen kommt es an. Dann weiß er, ob es funktioniert oder nicht. Ich begrüße ganz besonders herzlich die Bundestagsabgeordnete Katrin Sänger-Schäfer. Sie ist politische Sprecherin. Ich könnte jetzt sagen, ich habe sie eingeladen, weil ich mich mit dem Motorrad auf die Schnauze gelegt habe und sie mich jetzt vielleicht pflegen. Nein, das war vorher schon verabredet. Darüber hinaus nicht weniger herzlich den Ralf Niemeyer, Filmemacher. Er hat uns erfreut mit der Dorothee Messmer mit einem Film, den wir dann haben auch sehen können. In Neuwied beim Jenny Marx Club über Fukushima. Das war sehr, sehr spannend. Und wir halten unsere Sache heute etwas knapper, damit wir anschließend noch den neuen Film ganz exklusiv hier von ihm präsentiert bekommen. Sein letzter neuen Film. Und damit gebe ich jetzt erstmal weiter an Patrick. Ja, ich übernehme jetzt mal einfach die Begrüßung. Ich begrüße nämlich auch die Vertreter der Jenny Marx Gesellschaft für politische Bildung e.V. Stellvertretend hierfür den Vorsitzenden Harald Janssen und auch den Kassierer, der gerade auf die Fotos steht, der Uli Lenz. Die Jenny Marx Gesellschaft führt diese Veranstaltung heute in Kooperation mit uns aus, erstmalig. Wir haben diese Veranstaltung sonst auch immer in Ortendunk stattfinden lassen. Aber ein bisschen Rache muss sein. Wir sind aus strategischen Gründen nach Weißen Turm gegangen, weil hier auch ein Bahnhof existiert und in Ortendunk existiert auch einer, aber da fährt kein Zug hin. Da kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, zu diesem Thema. So, wir haben im Vorfeld sehr viele Komplimente auch bekommen für unsere Werbung, die wir gemacht haben, für die Plakatwerbung. Ja. Das hat natürlich sehr zur Kenntnis genommen, sehr zu Freude zur Kenntnis genommen. Und das ist natürlich auch verständlich, wenn man so weiß, wie zum Beispiel eine Partei wie die Linke da ihre Werbung macht. Wir haben ja politische Aschermittwoch, ich muss jetzt mal hier was einblenden. Ja. Es sieht natürlich sehr, sehr lieblos aus, ja, Baukastensystem. Und vor allem, wenn man jetzt den Kandidaten sieht, der sieht ja so aus, als wüsste er gar nicht, was auf ihn zukommt. Und wahrscheinlich war das doch so, oder? Wir haben zum gleichen Anlass, mit der gleichen Person natürlich, von Ich tue es aus, in der Verbandsgemeinde Maifeld auch Werbung gemacht. Ich will euch nicht vorenthalten, wie die Plakate da ausgesehen haben. Das ist kein Witz. Also da darf ich was zu sagen. Meine Frau und ich haben am Mittwoch vor der Wahl vor sämtlichen Kirchen im Wahlkreis 12 diese Plakate aufgehängt. Und die Rheinzeitung hat dann geschrieben, Stange machte einen provokanten Wahlkampf. Ich meine, 3% oder 3 Mandate? Nee, ich hatte über 3%. Also ich hatte über Landesdurchschnitt, das muss ich schon sagen. Jetzt kommt natürlich bei so einem Plakat ja noch eines zur Geltung. Wir haben ja jetzt einen Papst, der zurücktritt. Ich meine, wenn man das Plakat sieht, ich beweise euch auch, dass man mit so einem Plakat theoretisch auch zu einer Papstwahl theoretisch kandidieren kann. Also, das habe ich wirklich gesehen. Das ist ja ein Überraschungseck, das müsst ihr auch lernen, deswegen das jetzt heute. Theoretisch am Plakat nicht viel verändert. Ne? Guckt das euch an, ja. Das ist, ja, ne? Den würde ich wählen.
Ich habe extra das Stuß-Logo rausgelassen, weil ich weiß, das ist nachher in Facebook drin und dann denken nachher unsere Wähler oder so, was ist denn das jetzt? Ist der Teil der Kuri oder was hier? Ne? So, nee, wir verleihen ja heute auch die Schandmaske. Der Onko erzählt etwas darüber. Also mit der Verleihung der Schandmaske haben wir auch sehr viele Widerstände von den Kommunalpolitikern bekommen. Früher wurde die Schandmaske ausgegeben von den Regierenden, von den Herrschenden. Und bei uns wurde die Schandmaske verliehen von unten, von der Bevölkerung. Und wir haben dieses Mal das nicht gemacht, dieses Mal das vereinzeltern gemacht, aber früher haben wir dann immer auch die Bevölkerung gefragt mit Zetteln. Und tatsächlich habe dann auch ich einmal die Schandmaske bekommen. Völlig widerrechtlich, muss ich das sagen. Auch hier, da haben wir es gehört. Also der Widerrechtlichkeit gebe ich natürlich Ausdruck, man kann es sehen. Ein Ansatz von Traurigkeit hat es auch begleitet. Da muss man aber auch erklären, warum er sie bekommen hat. Und zwar haben wir in alle Haushalte damals Karten verteilt, wo die Bürger die Möglichkeit hatten, drauf zu schreiben, wer die Maske verdient hat und weswegen. Und dann haben sich unsere politischen Gegner den Jux gemacht und haben diese Karten ebenfalls genutzt und haben seinen Namen drauf geschrieben. Und Demokratie ist eben halt lustig, ne? Ja. Und dann hat er sie daraufhin selbst gekriegt. Mehr oder weniger? Ich meine, so sieht er dann aus, wenn er sie anhat. Ist sehr praktisch, also, weil er dann auch kein Bier trinken kann an dem Abend, dann, solange er die Maske anhat. Alleine ausziehen geht sowieso nicht. Achtet mal, da links ist ein Schloss. Und das ist natürlich, wenn du so ein Ding umhast, hier um den Hals rum mit einem Schloss, der Schlüssel kann verloren gehen, du kriegst einen Ansatz von Panik. Das ist, naja, aber da komme ich vielleicht gleich nochmal. Einen großen Vorschlag haben wir den. Genau. Ja, das reicht ja auch. Ja, wir nutzen ja diesen politischen Aschermittwoch auch immer, um etwas über unsere kommunalpolitische Arbeit zu berichten. Wir wollen es, wie gesagt, nicht übertreiben heute. Wir haben ja noch ein volles Programm. Ich sag mal, normalerweise, das ist ziemlich schwierig mit ihm. Man nennt ihn nicht umsonst den Fidel Castro des Kreis Main-Koblenz, ja, weil unter 4 Stunden geht nichts bei dem. Also, deswegen, wir müssen also da. Wir haben uns deswegen ein Thema jetzt rausgesucht oder ein paar kleine Themen rausgesucht. Und zwar, ich habe das eben erwähnt mit dem Bahnhof Weißenturm bzw. Bahnhof Ochtendung. Seit 2004, seit der Gründung von Ich tu's, die Bürgerinitiative, setzen wir uns für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke Koblenz nach Ochtendung ein. Wir haben das vielfach auch bewiesen und belegt, dass diese Bahnstrecke Sinn macht. Das ist jetzt eine schwierig erkennbare Karte. Hier wäre jetzt dieser Streckenverlauf, grob bis hierhin. Hier geht es in die Hauptstrecke rein. Nur mal so ganz am Rande. Wir haben hier ein Basaltabbaugebiet in diesem Bereich. Wir haben ganz neu Amazon, genau hier. Dort existiert nicht mal eine Bushaltestelle momentan. Und wir haben hier an der Mündung haben wir IKEA. Und wir wissen zum Beispiel bei IKEA, es gibt 2 IKEA in Deutschland, die sogar einen eigenen Bahnhaltepunkt haben. Das hat aber scheinbar weder der Stadt Koblenz ausgereicht, um diese Bahnstrecke zu reaktivieren. Aber noch viel schlimmer sind da die Verbandsgemeinden Weißenturm, deswegen sitzen wir heute in Weißenturm, und auch Verbandsgemeinde Maifeld, die vehement eine Fahrradwegverlängerung haben wollen. Und zwar genau auf diesem Stück zwischen Ochtendung und Bassenheim. Und ja, um das noch ein bisschen einfacher zu verdeutlichen, ich habe einen Filmbeitrag, den spiele ich jetzt einfach mal hierzu ab. Der ist nicht ganz neu, aber da sind einige bekannte Gesichter dann vielleicht dabei. Und vor allem müsst ihr darauf achten, wer den Film produziert hat. Mist kommt auf den Hof, gerade gelernt, Müll kommt in die Tonne. Nur was kommt eigentlich, nachdem der Müll in der Tonne gelandet ist? Es kümmert die wenigsten von uns. Dabei ist Müllentsorgung eine richtig teure Angelegenheit. Und das weiß auch jeder, der ja Müllgebühren bezahlt. Besonders teuer kann es werden, wenn Müll statt über die Schiene per LKW herumgekarrt werden muss, wie in Ochtendung in der Eifel. Eine Bürgerinitiative will sich aber damit nicht abfinden und will eine alte Bahntrasse aktivieren. 75.000 Tonnen Hausmüll landen jedes Jahr bei Ochtendung in der Eifel auf einer Mülldeponie mit dem schönen Namen Eiterköpfe. Von dort reist der Müll 140 Kilometer zur Verbrennung nach Mainz und die Schlacke kommt danach per LKW zur Deponie zurück.
Die Bürgerinitiative Ich tu's will aber Müllgebühren sparen und den Müll statt per LKW mit der Bahn transportieren. Dumm nur, der Gemeinderat hat beschlossen, auf der Trasse einen Radweg zu bauen. Der Bürgermeister hält die Reparatur der Bahnstrecke für zu teuer. Gegen die Inbetriebnahme der Strecke spricht also Vegetationsrückschnitt, der gemacht werden müsste, der in Teilbereichen der Strecke sicherlich nicht so aufwendig ist, in Teilbereichen aber sehr aufwendig ist. Ja, jetzt sehen wir hier gerade einen Baum. Ist das einer der größeren oder der kleineren? Das ist der einzige, den man überhaupt als Baum bezeichnen könnte, hier auf dieser Brücke. Aber solche Bäume, hieß es, solche Bäume auf dem Viadukt. Und man musste dann außen rum gehen, weil man nicht auf den Viadukt gehen konnte. So argumentiert der Gemeinderat Ochtendung. Und auch das Gewerbegebiet brauche keinen Bahnanschluss. Und gegen die Inbetriebnahme spricht die Wiederinstandsetzung des Viadukts zwischen Ochtendung und Bassenheim. Dort sind die Kosten für eine Reaktivierung des Schienenverkehrs sehr hoch. Wie hoch diese Kosten genau wären, weiß niemand. Aber Unsummen können es, auch dank möglicher Zuschüsse vom Land, wohl nicht sein. Wie wir sehen, ist der Viadukt fast befahrbar. Und insbesondere auch dieses Geländer hier ist absolut fest. Da kann gar nichts passieren. Im Übrigen ist ein Gutachten vom Kreis Main-Koblenz erstellt worden, vor 11 Jahren. Da wurde ganz klar schriftlich festgehalten von einem Ingenieurbüro, dass dieses Brückenbauwerk in einem einwandfreien Zustand ist. Das wurde mit Unterlagen belegt. In diesen 11 Jahren ist hier nichts passiert. Was soll hier passiert sein, um dieses Bauwerk in Frage zu stellen? Wenn Sie sich das angucken, das ist für 2000 Jahre gebaut, nicht für 100 Jahre. Die Bürgerinitiative hat einen Gutachter beauftragt, zu klären, ob die Strecke kostengünstig aktiviert werden kann und ob die Bahn den Müll dann billiger transportiert als die Lkw. Wenn man bedenkt, dass jetzt der Müll per Lkw verfrachtet werden soll, dann ist ein Bahntransport natürlich ökonomisch und auch ökologisch sinnvoll. Weil ein Lkw natürlich also ein Vielfaches fahren muss und man kann dieselbe Menge mit einem Zug verfrachten. Und wie sieht es dann mit den Kosten aus? Die Kosten werden etwa nur ein Fünftel von dem betragen, was die Lkw-Transporte verursachen würden. Ganz konkret, 800.000 Euro Müllgebühr im Jahr könnten die Bürger demnach sparen. Und mit der Rhein-Sieg-Eisenbahn hat vor wenigen Tagen ein namhaftes privates Bahnunternehmen signalisiert, wir würden die Strecke betreiben und das auf eigenes Risiko. Das Güterverkehrsaufkommen ist so groß, dass man davon ausgehen kann, dass die Strecke täglich befahren wird. Dann ist es wirtschaftlich tragfähig. Die Strecke liegt im Großraum Koblenz, also im unmittelbaren Bereich eines Oberzentrums. Die geografischen Voraussetzungen sind, wenn nicht optimal, dann doch zumindest sehr gut. Also unter den Bedingungen würden wir es machen. 100 Jahre hat die Bahn Ochtendung mit der Welt verbunden. Jetzt sollen statt der Bahn Fahrräder rollen. Es war eine groß angelegte Desinformationskampagne mit Fehlinformationen, was die Kosten betrifft. Und aufgrund dieser Gegebenheiten haben die Räte sich dann entschieden für einen Radweg, der für den Wirtschaftsstandort Ochtendung überhaupt keinen Sinn macht. Doch weil die Bürger Widerspruch einlegen, sind alle Pläne zum Abbau der Schienen vorerst Müll. Mittlerweile aber ist nicht nur die Bürgerinitiative an dieser Bahnstrecke interessiert. Auch einige Unternehmen überlegen, ob das Gleis nicht sogar Kosten sparen würde. Nun sind wir ja eine sehr aktive Bürgerinitiative, vielleicht so etwas Ähnliches wie Asterix und Obelix. Wir haben tatsächlich erfolgreich, wir sind eine Sechs-Mann-Gruppe, muss ich dazu sagen, dafür gesorgt, dass eine amtierende Bürgermeisterin, Arroganz hoch X, nicht mehr gewählt wurde. Mit 2 Flyern. Diese 2 Flyer sind 20.000-fach in die Haushalte gegangen. Das heißt, sie sind nicht gegangen, die haben wir gehend gemacht. Das, und das war. Wir wollen doch nicht schwarz sehen. Das hat mir eingebracht, wegen übler Nachrede gegen eine politische Person, sie war natürlich sauer, dass sie nicht mehr gewählt wurde, 1.750 Euro Strafe auf 3 Jahre Bewährung und 300 Euro an eine soziale Einrichtung. Der Staatsanwalt
bei der ersten Verhandlung hat mit der Richterin gebrüllt, die Redakteurin von der Rheinzeitung hat gesagt, das habe ich mein Leben noch nicht erlebt. Der hat gesagt, wenn Sie jetzt hier plädieren, dann plädiere ich auf Freispruch. Sie haben die Beweisanträge von Herrn Stange überhaupt nicht gewürdigt. Nicht ein Zeuge von mir war geladen, nur die Frau Messner war geladen. Das ist diese Ex-Bürgermeister. Dann haben die sich angebrüllt. Die Sitzung wurde unterbrochen, da ging ihnen das Räumchen hinter dem Richtertisch. Weitergebrüllt, wir haben Namen verstanden, so haben die gebrüllt. Und nach 10 Minuten der Unterbrechung gingen wir wieder in den Saal. Leider, sagte die Richterin, muss ich unterbrechen. Dann kam die neue Verhandlung, die Weiterführung gewissermaßen, ein neuer Staatsanwalt. Und da kam dann das Ergebnis heraus mit der 1750 bis 300. Dagegen habe ich Einspruch erhoben. Dann waren Patrick und ich am Montag vor dem Termin Landgericht unterwegs, sagt der Patrick, hör mal, du kannst da nicht hingehen ohne Anwalt. Ich habe da eine Adresse und ich kannte den auch zufällig, das ist einer von der Landesschiedskommission. Und da hat der Patrick ihn angerufen. Er saß dann hinten bei mir rum und während ich ihn heimfuhr am Sonntag, vor dem Montag. Und dann hat der uns ganz klar Anweisungen gegeben, was ich am nächsten Morgen machen soll. Der Richter hat so einen Hals gekriegt, dass ich am Montag beim Termin mit Beweisanträgen komme, obwohl ich doch 6 Wochen Zeit hatte. So lange vorher stand der Termin fest. Ich sage, ich bin ein armes Schwein, ich habe kein Geld, aber ich habe einen Sponsor gefunden, der mir einen Anwalt sponsert. Also von daher, er hatte keine Chance drauf. Die Staatsanwältin war sauer, er war sauer. Das sind keine guten Umstände, um vielleicht doch ein milderes Urteil zu bekommen. Dann wurden die Beweisanträge gestellt. Der Christoph ist dann auch gekommen. Es wurde alles ein bisschen abgeschwächt mit Hilfe des Anwalts. Na klar, die haben juristische Spitzfindigkeiten, die ich ja gar nicht als Bürger kennen kann, die keiner kennen kann. Tatsächlich 100 Sozialstunden bei Einstellung des Verfahrens. Ja, die Staatsanwältin wollte 120, also das ist aber vielleicht ein bisschen viel. Nicht? Weil das Vergehen war eigentlich nur, wir haben bei dem anderen Flyer geschrieben, die Maifelder Bürger hätten 700.000 Euro für die Abwasser Burg Eltz bezahlt. Ja. Nun die Bürger des Maifelds schultern. So, wenn und das sind die Bürger an sich, hätten wir das Maifeld weggelassen, dann wäre kein Verfahren gekommen. So stark muss man aufpassen. Was aber spannend ist, ich hatte ja 3 Jahre Bewährung beim ersten Urteil. Wir haben aber Wahlkämpfe. Ich hätte ja meine Schnauze halten müssen. Wer mich kennt, der weiß, dass mir das schwerfällt. Also die 100 Sozialstunden, linke Arschbacke. Ja, vor allen Dingen, er muss ja sein Leben nicht mal umstellen. Also der Gag ist, er hat eigentlich nichts anders gemacht als sonst auch und er kriegt seine Sozialstunden, er kriegt jetzt lediglich die Stunden dann quittiert und belegt und anerkannt eben, die er da. Also ich bin in Altersheim, ich mache Musik, ich mache Dichterlesen. Das macht er ja ohnehin. Also von daher. Schon in der ganzen Vergangenheit. Von daher war das ein leichtes, diese 100 Stunden zuzubringen. Aber diese ganze Geschichte, um die es jetzt hier ging, hier in dem Fall jetzt um eine Abwasserleitung der Burg Eltz, das läuft schon seit, weiß ich nicht, 2005, 2006. Gibt es noch alte Aufnahmen aus Moselkern, da gab es Karnevalswagen im Jahr 2006 oder sogar Handzettel, die dort geworfen wurden, ja, Fäkalienwandersteig und was sie alles für Dinge dann drauf hatten. Für diese Geschichte hatten wir auch Hausdurchsuchungen gehabt, also man mag es glauben oder auch bleiben lassen. Wir haben diesbezüglich im Jahr 2009 auch mal einen Flyer in Ordnung verteilen müssen, weil über uns blind geredet wurde. Ja? Und von diesen 8 Punkten, die dort aufgeführt sind, ja, zum Beispiel hier Punkt 1, bei Ichtus wurde von der Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung durchgeführt, ja, war damals nicht wahr. Inzwischen hatten wir das tatsächlich, ja, wegen einem Wahlkampfflyer. Oder Computer von Ichtus sind konfisziert worden. Jetzt muss man dazu sagen, der Polizist, der bei ihm am Rechner war, hat gesehen, dass das Ding mit 8 Gramm hochgefahren ist. Der hat dann danach nicht mehr Hand anlegen wollen. Ja. Der war froh, wie er da wieder raus war. Aus der Geräte, ja. Ja, wenn ins Internet reinkommt, aber nicht mehr. Ja. Und zum Thema Verhaftung, also dass Jürgen Stange wurde verhaftet, steht hier. Also dass das nicht wahr wäre, das ist dann, hat sich kurze Zeit später erledigt. Da gibt es sogar auch ein Foto. Ja. Moment. Der haben doch tatsächlich. Ich muss dazu sagen, ich bin zu 2x250 Euro verurteilt worden. Mit Waffen. Obwohl ich die Wahrheit gesagt habe, ich bleibe nach wie vor dabei, ist auch belegbar, aber die Richter konnten dem nicht folgen. Und dann habe ich ersatzweise 10 Tage Haft bekommen.
500 Euro, ersatzweise 10 Tage Haft. Und dann habe ich, einen Brief an die Kreistagsmitglieder, an meine Kreistagskollegen geschickt und habe gesagt, habe darauf aufmerksam gemacht, was ist hier los? Nicht? Was erlauben sich diese Leute und was spielt die Justiz dabei mit? Und dann kam der Gerichtsvollzieher und sagte, ich möchte Sie jetzt abholen zur Kartause. Ich sagte, Sie haben überhaupt keine Befugnis. Solange Sie nicht mit Gewalt kommen, sprich mit der Staatsgewalt, haben Sie keine Chance mehr. Dann kommt er eines Tages, ich gucke oben aus dem Fenster und mache nur so. Da gucke ich aus dem Fenster links und rechts, da oben ein Polizeiauto und da unten sieht man das Polizeiauto. Die Straße war abgesperrt. Vier Polizisten. Und ich wurde mit Handschellen auf dem Rücken. Kindermörder werden normalerweise so. Ich bin mit Handschellen auf dem Rücken abgeführt. Ich habe mich dann am nächsten Morgen, weil meine Frau hat geweint, wir wollten am nächsten Tag nach Polen fahren. Ja. Haben wir dann noch gemacht mit ein bisschen Verspätung, aber noch am nächsten Tag. Ich habe dann morgens einen Freund angerufen, also ich habe dem Diensthabenden gesagt, kommen Sie mal, ich komme hier heute raus. Und dann hat er die 450 Euro bezahlt, 50 habe ich ja abgeschlafen. Einfach. Das ist ganz schön billig. Und dann konnten wir an diesem Tag dann doch noch nach Polen fahren. Also, aber es hat sich trotz alledem gelohnt. Wir haben erfolgreich politische Arbeit gemacht, die Frau ist weg und seitdem haben wir eine wunderbare politische Kultur bei uns, muss ich sagen. Ja, also das Gefängnis. Gut, dann kommen wir zur Kreispolitik. Wir haben 2008 habe ich als Landrat kandidiert und ich muss sagen, ich bin ja ein Greenhorn. Ich sehe schon etwas älter aus, aber eigentlich bin ich ja ein politisches Greenhorn. Und ich habe mich getraut, bei der Landratswahl mich aufstellen zu lassen. Das geht ja in einer kleinen Gruppe, man muss zwar Regularien erfüllen, aber das ist kein großes Problem. Jetzt war ich Landratskandidat gegen den Oberbürgermeister von Andernach und gegen den Verbandsbürgermeister von Vordereifel, die nichts anderes in ihrem Leben gemacht haben als Politik. Und beide ein bisschen jünger als ich. Das heißt, fit. Ich habe mich sehr gut geschlagen. Darf ich einfach mal so feststellen, lobe dich selbst in dem Moment, du weißt, was du zu leisten fähig bist, sagt Jesus Sira. Wir haben auch filmische, was heute nicht kommt, Belege dafür. Kalkül war nicht, dass ich Landrat werde, sondern 2019 Kommunalwahl, da ist die Stoß bekannt. Wir haben 450 Plakate aufgehängt. 450 Plakate. Die CDU hat den gewählten Landrat damals aufgefordert, hey, der Stamm hat überall, wo du hinguckst, ist der Stamm. Wo sind unsere Plakate? Da hat er nachgelegt. Dann haben die eine Forsa-Umfrage gemacht, weil sie Schiss gekriegt haben. Vielleicht gibt es ja Protestwähler. Und ich darf euch sagen, ich habe 26,6% in Ochtendung gehabt, 13,9% in Maifeld, Verbandsgemeinde Maifeld und kreisweit 5,8%. Andrea Nahles kommt und sagt, damit hast du wohl nicht gerechnet. Ich sage, eigentlich habe ich zweistellig gerechnet. Aber hör mal, ich schiebe mal hier einen Film rein zum Thema. Der passt jetzt aber hier. Und ich freue mich immer über solche Empfänge, muss ich sagen, weil ich jetzt gleich mit Ihnen auch sprechen werde. Das ist für mich auch immer interessant zu hören, was Sie so... Nicht sofort, ich komme ja gleich zu. Mit ihm habe ich ja schon Wahlkampf gemacht, da standen wir beide ganz alleine auf der Straße. Aber er hat ihn dann zusammengebrüllt, bis die Leute dann doch artig stehen blieben und uns zuhörten. Das kann über 100! Schon. Ja. Über 100! Ich sag ja, dass du das kannst, das weiß ich ja. Also. Naja, jedenfalls hat das gereicht, dass ich dann in den Kreistag gewählt wurde, 2009. Die Linke hatte auch eine Frau, die ist dann mit mir eine Fraktionsgemeinschaft eingegangen und das war natürlich eine mittlere Katastrophe für die Etablierten. Dass der Stange drin war, das war schon nicht angenehm, aber jetzt ist er sogar noch Fraktionsvorsitzender, Antragsrecht und, das ist nicht angenehm. Dann habe ich, und ich muss sagen, wirklich ich, teilweise gegen meine damalige Partnerin, Bürgerhaushalt als Antrag eingebracht, der immer noch ruht, und Sozialticket. Ich habe zweimal Sozialticket eingebracht. Beim ersten Mal waren fast alle dagegen, außer die Grünen.
Beim zweiten Mal haben wir fast die Hälfte gehabt, die dafür waren, weil die Argumente natürlich dann langsam eingängig wurden. Ja, und dann ist es davon gelaufen, die Bärin, ne? Ja, aber da kommen wir dann etwas später noch zu. Ich war mit Hilfe der Grünen Aufsichtsratsmitglied im Gemeinschaftsklinikum Kemperhof St. Elisabeth Mayen. Mit Hilfe der Grünen. Die hatten 2 Stimmen, die Grünen 3, also 5 Stimmen. Die FDP hat es doch tatsächlich fertiggebracht, bei der ADD sich zu beschweren, der Aufsichtsratsplatz sei für sie reserviert. Kleines Einmaleins, die hatten 5 Stimmen, ich hatte 5 Stimmen. Das ist so eine ganz einfache Sache, ich bin gewählt. Dann haben die sich bei der ADD beschwert und hin und her haben geschrieben, wir sind keine gewachsene Fraktion. Also eine Fraktionsgemeinschaft der linken Stufe. Da habe ich zurückgeschrieben, leserbriefmäßig, was auch veröffentlicht wurde, ob sie eineiige Vierlinge sind. Jetzt ist die Fraktionsgemeinschaft zerbrochen. Sie möchte linke Politik machen. Ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Die Birgit Leisner möchte jetzt weiter linke Politik machen. Ist bei den Grünen beigetreten. Nun hatte ich aber mit den Grünen bisher ein gutes Verhältnis. Ich habe gesagt, also passt mal auf, im September letzten Jahres, da haben wir ja wieder eine Kreistagssitzung. Dann ist über ein halbes Jahr das Sozialticket schon wieder weg. Wir können einen neuen Antrag stellen. Ich kann es nicht mehr. Ihr macht das. Und ich werde ihn begründen. Das war Verabredung. Nun ist mittlerweile dieses linke Mitglied dort eingetreten. Jetzt haben sie eine Viererfraktion wie die FDP. Ich bin aus dem Aufsichtsrat rausgewählt worden, gar nicht mal böse, ich habe Erfahrung gesammelt. Und ohne die hätte ich das ja alles gar nicht bekommen. Ich war 3 Jahre im Aufsichtsrat, hat auch ein bisschen Geld gebracht, mache ich gar kein Geld aus. Hat mir auch ganz gut gebracht, dann mache ich auch kein Geld aus. So, jetzt ging es darum, wie besetzen wir den neuen Posten? Die Grünen haben reklamiert, ja, wir sind eine Viererfraktion, das ist eine Viererfraktion, wir wollen überhaupt bei der Auswahl mit dabei sein. Und da hat die FDP in einem Leserbrief geschrieben, die Grünen arbeiten jetzt mit Wählerfälschung. Jawohl, habe ich dann einen Leserbrief zurückgeschrieben, der auch gebracht wurde von der Rheinzeitung. Die pflegt mich durchaus ganz gut. Das ist Wählerfälschung, weil sie ist über die Liste der Partei Die Linke reingewählt worden. Und jetzt wird keine linke Politik mehr im Kreistag gemacht, weil ich bin ja für Stuß drin. Sie hat überhaupt, moralisch hat sie überhaupt kein Recht. Und damit haben die Grünen sich schuldig gemacht. Das als kleine Vorgeschichte für den weiteren Ablauf. So, dann hieß es in der Zeitung, die Frau Fischer, Oberbürgermeisterin von Mayen, hat den politischen Stress, den privaten Stress, wie auch immer, nicht mehr ausgehalten. Sie hat sich umgebracht. Jetzt brauchen wir einen neuen Oberbürgermeister. Dafür kann man sich ja bewerben, wie für den Landrat. Zumindest, wenn man noch nicht 65 ist. Und letztes Jahr war ich noch nicht 65. Also, aber den natürlich in der Zeitung stand, als wurde gehandelt Frau Möster, meine lieblingspolitische Gegnerin, als OB-Kandidatin der CDU. Da haben wir gesagt, jetzt muss ich antreten. Ja, klar. Also da geht ja kein Weg vorbei. Ich komme ins Rathaus, ob ihr es glaubt oder nicht, in diesem Wahlbüro, diese 2 netten Damen, die ich nicht kannte, haben gesagt, wir haben sie schon erwartet. Ja. Das hätte ich aber auch, das ist wie bei Berlusconi. Ich könnte mich vielleicht in Teilen mit ihm identifizieren, nicht aber... Nicht politisch. Ja, aber die Pointe ist ja ganz anders. Ich sag mal, antreten tun ja viele. Weil ich bin ein paar Tage später dann auch wieder ins Rathaus und habe den Wahlvorschlag wieder zurückgezogen. Und das haben die noch nie in ihrem Leben gehabt. Weil die Frau Möster war nicht die Kandidatin, sondern der Chef des Jobcenters. Rolf Koch wurde als Kandidat von der CDU nominiert. Gegen den wollte ich nicht antreten. Rolf Schäfer, ein sehr sympathischer, ein sehr fitter Mensch von der SPD, aufgestellt. Gegen den wollte ich auch nicht antreten. Für mich war die Motivation anzutreten nicht mehr da und dann ist er hinmarschiert und naja, sie waren wohl sehr erstaunt. So, der Rolf Schäfer kommt hier in einem Filmbeitrag vor. Aber er ist nicht verwandt mit mir. Das ist doch die Schäferbindung.
Allein für einen Antrag auf Hartz IV, da muss man 16 Seiten ausfüllen. Das ist nicht nur viel, das ist oft unverständlich und unübersichtlich. Viele Tücken, die stecken da im Detail, wie bei manch anderem Sozialgesetz natürlich auch. Und im Landkreis Main-Koblenz, da gibt es deswegen einen Verein, der Bürger unterstützt, wenn sie Probleme mit Ämtern haben. Mutwehr, so heißt der Verein. Und er besteht im Wesentlichen aus einem Mann. Kein Easy Rider, eher Ritter für das Recht der armen Leute. Jürgen Stange aus Ochtendung träumt nicht von Freiheit und Abenteuer. Er ist für seinen Verein Mutwehr unterwegs auf dem Maifeld. Jürgen Stange ist mit Familie Swjatski in Mendig verabredet. Sie stammt aus der Ukraine. Niemand kontrolliert, in welchen Zustand er kommt. Morgen. Ende Juli hatte die Hartz-IV-Behörde AGE die Bezüge von Michael Swjatski gekürzt. Statt 359 Euro nur noch 262 im Monat. Grund? Er hat einen Minijob als Busreiniger abgelehnt. Ein Fall für Mutwehr. Und dann habe ich in den Unterlagen entdeckt, dass es von der ARGE aus ein Gesundheitszeugnis gibt, was ausdrücklich alle diese Arbeiten, die dort konkret verlangt werden, also Leiter stehen, Überkopfarbeiten, bückend arbeiten, Felgen putzen etc., ausdrücklich ärztlich verboten sind. Die Behörde gibt zu, dass sie das ärztliche Attest übersehen hat und nimmt die Kürzung zurück. Die verbieten, dass sie über dem Kopf arbeiten, was man ja bei einer Busreinigung machen muss. Natürlich, ich habe sehr, sehr bedanken Herr Stange von dieser Arbeit, welche er macht, für Leute, welche brauchen eigentlich Hilfe. Leute, welche wohnen von Hartz IV, sie sind eigentlich im ganz unten in unserer Gesellschaft. Jürgen Stange lebt selbst von Hartz IV und hatte immer wieder Ärger mit den Behörden. Koch hat er einmal gelernt, war Privatdetektiv und Kneipenbesitzer. Dabei hat er viel Lebenserfahrung gesammelt. Ich bin nicht der reduzierte Meckerer, wie ich schon sagte. Ich möchte einfach der Moderator sein zwischen den Betroffenen und denen, die Entscheidungsträger sind. Zum nächsten Termin. Die Arbeitsgemeinschaft Landkreis Main-Koblenz, also bei der Hartz-IV-Behörde. Es geht um den Fall von Monika N., die aus Polen nach Deutschland gekommen ist. Sie hat einen Fragebogen nicht verstanden und falsch angekreuzt. Folge: Plötzlich kam kein Geld mehr von der Behörde. Jürgen Stange mischt sich ein und wird akzeptiert. Herr Stange berät ja die Leute nicht einseitig aus nach dem Motto, so viel wie geht ist rauszuholen, sondern versucht sicherlich auch unsere Position an der einen oder anderen Stelle darzustellen. Von daher habe ich keine Probleme mit einem Verein bzw. mit Herrn Stange, der Menschen unterstützt beim Umgang mit Ämtern bzw. Durchsetzung ihrer Ansprüche. Das ist sehr gut, wenn gibt es so Leute. Ehrlich. Mutwehr-Vorsitzender Jürgen Stange unterwegs zur nächsten Klientin, einer Frau aus Kasachstan. Mein Name ist Stange, wir haben ja schon zusammen telefoniert und haben uns jetzt hier getroffen, um gemeinsam zu ihrer nächsten Arbeitsstelle zu gehen. Die Frau nimmt an einem Integrationskurs teil, 3 Stunden jeden Tag. Dazu 3 Stunden Arbeit im Sozialkaufhaus KOM aktiv, dann 3 Stunden Hausaufgaben und dazu noch die 4-köpfige Familie. Insgesamt genommen ist das mehr als ein kompletter Arbeitstag. Und das ist anstrengend und die Frage, ob das nötig ist. Offen ist, ob es diesmal gelingt, etwas zu verbessern. Doch der Ritter für das Recht der armen Leute ist hartnäckig. Ja, aber in ganz vielen Fällen, da konnte dieser Verein Mutwehr bereits helfen, dass eben Menschen im Kreis Main-Koblenz die ihnen zustehenden Leistungen dann auch tatsächlich bekommen haben. Also ein Verein, der durchaus auch Vorbild sein könnte für andere Kommunen bei uns im Land. Wofür waren die Brötchen? Was war es los? Wofür waren die Brötchen, die von CDU verteilt worden sind? Brötchen? Ja, auf dem Mai. Das verbotene Wahlkampf. Ach so, ja. Ach ja. Wir stand da früh am Wahltag jeden Bürger vor der Haustür mit Tüte Brötchen hingestellt. Das hat Ärger gegeben, genau. Mit dem CDU-Logo drauf. Hat nichts geholfen. Der Wahl. Ja. Hätte man den Auto in dem Frühjahr trotzdem Rechtsverstoß begangen.
Ein klitzeklein. Ja, ich bin in die Einbahnstraße reingefahren. Also, 50 Euro pro Nacht. Das ist aber teuer. Nee, es wird billiger, habt ihr doch gesehen. Ja, 50 Euro pro Nacht ist trotzdem teuer. Ja. So, aufgrund der fortgeschrittenen Stunde, wir hätten hier noch einige Punkte, worüber wir jetzt noch irgendwie berichten könnten, kommen wir jetzt einfach mal auf die Zuordnung, auf die Verleihung der Schandmaske. Onko hat eben schon mal so Andeutungen gemacht, aber ich will nochmal einen Schwenk doch nochmal zurück vornehmen. Die Schandmaske hat uns in der Vergangenheit natürlich auch Schwierigkeiten bereitet, alleine, dass wir angekündigt haben, dass die Bürger die Möglichkeit haben, uns mitzuteilen, wer die denn verdient hat von den Kommunalpolitikern. Und zwar war das nachher so massiv, ich zeige jetzt ein Foto, dass in manchen Geschäften in Ordnung ein Schild angebracht war, wir müssen draußen bleiben. Und dann ist da ein Foto von mir und von Onko und von der Schandmaske. Es ist kein Witz, Methoden des Dritten Reiches gegen unsere beiden Personen. Kein Witz, gibt es. Der Härtefall war, dass wir beide maßgeblich, wir haben die Ordnunger Geschäftsleute Gesellschaftsfirma gegründet, nicht Firma, Verein gegründet, waren im Vorstand und haben maßgeblich die Gewerbeschau veranstaltet. Das heißt, dieses Restaurant, von dem dieses Foto ist, hatte weder vorher noch nachher jemals so viel Umsatz wie an diesem Wochenende, was dank unseres Einsatzes überhaupt gekommen ist. Aber wir sind natürlich schon auch rein an dem Tag und sind auch rausgeschmissen worden. Das muss ja einfach das sein. Guck mal, das hast du auch hier. Ja, aber das sage ich nicht. Also das ist wir wollten rausgeschmissen werden und sie waren konsequent. Wir sind auch mit rausgeschmissen. Ja, also das zeigen. Ja, nicht dabei. Also, nein, ist egal. Wir haben ja heute ein gestaffeltes Programm. Wir haben ein gestaffeltes Programm, von daher ist das genau. Jetzt nicht mehr möglich. Ja, aber wir kommen somit auf jeden Fall zu der Zuordnung. So, ich hatte es ja schon ansatzweise angekündigt. Die Schandmaske wird ja von den Bürgern an die Politiker zugeordnet. Und wir haben aufgrund dieser wirklichen Versäumnisse der Kreistagsfraktion, die Grünen im Kreistag Rhein-Koblenz, die Schandmaske zugeordnet, weil zum einen sie ihren politischen Auftrag nicht wahrgenommen haben, im September das Sozialticket wieder auf die Agenda zu bringen, und zum zweiten wirklich versucht haben, mit einem Mandat der Partei Die Linke noch irgendwelche kleinen Geschäftchen zu machen, Postenlegereien zu machen. Und darum bekommt in diesem Jahr die Fraktionsgemeinschaft, die Grünen im Kreistag bei Koblenz, die Schandmaske von den Stoß zugeordnet. Herzlichen Glückwunsch. So, damit haben wir 5 Minuten überzogen. Der Mainzer Karneval hat 15 Minuten überzogen. Ja, wir geben damit dann ab an Katrin Sänger-Schäfer. Sie wird sicherlich auch einiges zu erzählen haben. Keine Ahnung. Wir machen uns jetzt hier weg. Wir sind jetzt selber Zuschauer. Ich freue mich, dass ich hier sein kann am politischen Aschermittwoch. Ich stelle mich mal, dann sieht man mich auch größer. Nee, da ist die Kamera. Da ist die Kamera, ja. Das ist blöd. Ich möchte auch eigentlich mit den Leuten sprechen und nicht zur Kamera. Also ich komme gerne hier in die Region und ich erlebe auch immer wieder, dass hier eine lebendige politische Kultur herrscht und so soll es ja eigentlich auch sein. Das ist auch das Anliegen, was wir mit dem Film haben, dass wir jetzt durch die Kreise ziehen und dass wir schauen, wo Bündnispartner sind, dass wir für diese Idee des Films, nämlich die Finanz- und Wirtschaftskrise darzustellen, wie sie sich in Deutschland auswirkt, vor allem in Deutschland, Griechenland kommt auch ein Stückchen drin vor, aber wo es eben den Menschen an den Geldbeutel geht, sei es bei der Rente, sei es bei der Kinder- und Jugendpolitik, sei es bei Familienpolitik und sei es insbesondere auch bei der Pflege, wo wirklich mit der Kettensäge durch das soziale System gerast wird. Das wollten wir zeigen und dann natürlich nicht immer nur das gleiche Klientel erreichen. Und genau das, was heute Abend auch gelungen ist mit Ich tu's, also mit einer Bürgerinitiative, den Film gewissermaßen hier zu präsentieren, gemeinsam auch mit Jenny Marx und Rosa Luxemburg, morgen in Speyer und morgen ist dann Attac dabei. Bei der Premiere war Verdi dabei, hat uns auch die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt und wir hatten ja auch Bernd Rixinger da, der auch dann natürlich dieses Projekt bundesweit für uns ein bisschen in den Vordergrund bringt, damit wir es im Wahlkampf auch einsetzen können.
Das ist also genau das, was wir wollten, und wir sind mit dem nächsten Termin dann in Mainz und da sind wir in einem kommunalen Kino und hoffen da wieder noch ein anderes Milieu zu erreichen und andere Leute, weil es zum einen natürlich darum geht, dieses Bewusstsein zu schärfen, wobei das vielen klar ist, aber ich kann versprechen, wenn man den Film sieht, kommen so viele Erinnerungen auf, was alles passiert ist, ähnlich wie bei dem, was du eben gesagt hast, Onko, dass man schon wieder vergessen hat, was für Schweinereien eigentlich die ganze Zeit gelaufen sind. Und ich denke, in so einem Film ist es dann auch mal festgehalten und es sind Politikerinnen und Politiker von verschiedenen Parteien, die da zu Wort kommen, aber es ist eben auch ein Film, der nicht an Ehrlichkeit spart. Und normalerweise haben wir ja Filme, die gewissermaßen immer so eine Realität vorgaukeln, die aber natürlich die Herrschaftssprache ganz deutlich sprechen. Und das ist ein Film, der den Anspruch hat, wirklich die Realität so abzubilden, wie sie ist, und auch mal Tacheles zu reden. Wie sind wir auf die Idee gekommen, diesen Film zu machen? Also wie kamen wir dazu? Ich habe Ralf kennengelernt, als ich ihn mit Doro Menzner eingeladen hatte, bei mir damals im Wahlkreisbüro, um den Film Lieber Kuscher zu zeigen. Und dann ist die Idee entstanden, auch mal was über Pflege zu machen. Ich war da am Anfang ein bisschen zögerlich, weil ich weiß, also wer mal ein Buch geschrieben hat, weiß, wie viel Arbeit das ist. Aber wer mal einen Film gemacht hat, und ich bin ja noch aus meinem anderen Leben vor der Parteiarbeit als Filmprüferin unterwegs gewesen, weiß eben einfach auch, was es bedeutet. Und wir haben halt natürlich überhaupt gar kein Geld gehabt. Und das ist dann schon schwierig, so einen Film aus dem Boden zu stampfen. Aber die Idee war dann doch ziemlich schnell gewachsen und ist dann auch groß geworden. Und dann hab ich mich vor allem um das Finanzielle gekümmert, um die Logistik und um die Zuarbeit und ihm ein paar Türen geöffnet. Und umgekehrt hat er eben die ganze Dramaturgie, die ganze Regie, die ganze handwerkliche Arbeit, das ganze Schneiden gemacht, wo man normalerweise eigentlich ein ganzes Team zu braucht. Der Film ist fertig geworden, er ist da und ich denke, er wird von Mal zu Mal besser. Er ist auf jeden Fall schon wesentlich kürzer, als er in Ludwigshafen war. Und ist, ja, klar, das war ja die Rohfassung. Und wir, genau, und wir freuen uns jetzt einfach, zum einen, dass wir hier sind und zum anderen, mit euch den Film zu gucken und wenn ihr Spaß und Interesse daran habt, hinterher mit uns auch noch darüber zu diskutieren. Danke. Ja, ich fasse mich dann noch kürzer, weil beim Schneiden merkte ich auch, wir müssen immer kürzer werden. Das wird ein immer kürzerer Film, deshalb, ihr habt noch die Chance, noch eine Version zu sehen, die halt 69 Minuten ist. Am Ende wird sie auf 60 Minuten wahrscheinlich runterkommen. Wir waren bei 75 Minuten, davor waren wir bei anderthalb Stunden. Das musste alles zusammengekürzt werden. Jedes Mal, wenn ich es wieder sehe, ich kann den Film inzwischen mitsingen. Ja? Also wenn der Ton wieder ausfallen sollte, dann können wir das notfalls. Da können wir für sorgen. Ne? Korrigieren. Ja. Ich will noch Bezug nehmen natürlich auf Onko, den ich auch sehr schätze und vor allem seine Arbeit vor Ort, ich sag mal, ist unersetzbar, was man auch in den Filmbeiträgen gesehen hat. Deshalb, also als Papst, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ich fand diese Bilder fand ich ganz gut. Und gestern oder vorgestern, als dieser Blitz einschlug im Petersdom, habe ich schon gesagt, also irgendeiner muss das machen. Und meine Angst ist, dass der Berlusconi das machen würde. Aber der ist ja auf dem Vormarsch, der sagt, ich bin doch nicht der Stellvertreter. Das ist doch, ja, der Stellvertreter würde der gar nicht antreten. Deshalb, von daher, wir hätten vielleicht jemanden, der das auch mal reformieren würde. Und das Einzige ist die Gerichtskosten, da habe ich Angst vor. Ehrlich gesagt, wenn du dann antrittst als Papst und wir kriegen die ganzen Klagen dann, ja, passt die ganze Klagemauer von Jesus, dann passt du überhaupt nicht mehr da rein. Also als Papst bin ich unantastbar. Ja, ich mache immer, ja, es wäre genau das, wovor wir auch Angst hätten auf der anderen Seite. Ja. Deshalb, am liebsten sind mir Gerichte aus dem Backofen und nicht irgendwelche anderen. Deshalb, ich sage einfach mal, Film ab, wenn wir wissen, wo wir drücken müssen. Ja, ich muss mich noch entschuldigen, bei dem Ton könnte es hier und da zu Balance-Schwierigkeiten kommen. Also ich versuche das auszusteuern, wenn ihr mir einen Knopf dafür gebt. Wir müssen natürlich sagen, es ist ein tendenziöser Film. Wir nehmen das gleich vorweg, weil es ist nicht die ausgewogene Berichterstattung der ARD oder des ZDF. Das, ja, so sagen wir. Ich habe aus allen Parteien Politiker immer wieder aufgefordert, Stellung zu beziehen. Und ausgerechnet von der SPD, den Grünen und der FDP gab es also Versteckspiele mit mir. Die Abgeordneten wollten dazu nicht
zu diesem Thema Rente, Pflege, soziale Unsicherheit Stellung nehmen. Ich habe lange Schriftverkehre, E-Mail-Verkehre geführt mit den Abgeordneten, die in Frage kamen, sich zu dem Thema zu äußern. Sie haben immer Ausreden gefunden, sich nicht interviewen zu lassen. Zum Glück gibt es aber auch noch die CDU. Ja, es braucht eigentlich in diesem Land wahrscheinlich nur zwei Parteien, um das Spektrum abzustecken. Das wäre die CDU und die Linke letztlich. Und man kann das verkürzen, die ganze Sache. Auch da, ja, man könnte sie versparen vielleicht. Aber Sie haben den Herrn Spahn dann ja, erlaubt, mit mir zu sprechen. Und da ist leider der Ton so schlecht zustande gekommen, was auch mein eigenes Versagen war, dass ich nochmal in ein Tonstudio muss, um den erst zu reparieren, bevor ich das überhaupt präsentieren kann. Deshalb ist Herr Spahn im Moment nicht im Film enthalten, wird aber seinen Platz da finden, so oder so. Von den Grünen haben wir Frau Künast drin, aber leider nicht im Interview. Von der FDP wollte sich ursprünglich der Herr Döring bereit erklären, dann schickte er eine Absage, dass er leider aus terminlichen Gründen keine Zeit hätte. Von der SPD war es die Frau Mattheis, die erst gesagt hat, ja, sie macht's, aber leider geht das nicht vor März. Na, die wusste, wann ich die Premiere für den Film eigentlich haben wollte. Wie viele Leute haben jetzt den Film gemacht? Du jetzt ganz allein? Oder? Ja, naja, ich habe Unterstützung gehabt und weitestgehend habe ich selber gefilmt und selber geschnitten. Also es ist eine typische Low-Budget-Produktion. Ja, low. Wir sind defizitär, aber vielleicht schaffen wir es irgendwann, den so verkaufen zu können. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, mit sowas ins deutsche Fernsehen zu kommen. Das ist ganz klar, weil, wie gesagt, natürlich eine Tendenz da ist. Aber wir versuchen einfach eine Sache mal aufzuklären. Warum kommt es zu sozialen Kürzungen in ganz Europa? Warum fängt das in Griechenland an, in Spanien, in Portugal, auch in Irland, wo ich selber eine lange Zeit gelebt habe, dass es so quietscht und knarrt überall, dass man sagt, wir könnten noch weiter sparen und gleichzeitig haben wir die Banken, denen das Geld hinterhergeworfen wird. Und das ist auch Thema des Filmes, also eine Verknüpfung von zwei Themen. Aber ich möchte nicht mehr sagen, ich denke, wir fangen einfach an, wenn das jetzt mit der Technik geht. Ja. Herr Blüm, Sie sagten damals, die Rente ist sicher. Und sie ist auch sicher. Sie brauchen allerdings Beiträge, und zwar die Beiträge, die abgezweigt werden für die Privatversicherung, die braucht sie in ihrer eigenen Kasse, damit ein erträgliches Niveau für die Rentenversicherung rauskommt. Aber das System der Rentenversicherung, das gibt nichts Besseres als unsere über 100 Jahre bewährte Alterssicherung, Rente. Wer hat uns verraten? Sozialdemokraten, daran scheint wirklich etwas dran zu sein, zumindest jetzt. Ja, ich weiß nicht genau, woher das ursprünglich kam, aber zumindest jetzt hat es sich bestätigt. Nochmals danke für die Bereicherung unseres 10. politischen Aschermittwochs. Ja, danke. Ich spreche für alle, wir sind sehr zufrieden. Dankeschön. Und freuen uns vielleicht auf nächstes Jahr. Das nächste Projekt steht schon. Ja, das nächste Mal geht es um Lobbykratie. Aber vielen Dank erstmal, dass alle noch ausgehalten haben. Ich weiß, es war sehr lang und es gab Tonprobleme. Aber wir arbeiten dran und wir werden es weiter kürzen. Und irgendwann gibt es das unter einer Stunde.